Sports. It's in the game. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el viento. So, herzlich willkommen bei Part 14, Leute. Ich habe jetzt meine. Ich wollte ganz gemütlich. Habe ich gespielt, die Manager-Karriere. Ich habe doch meinen eigenen Verein erstellt. Und ich wurde irgendwann in der Saison 2025, Saison also 2025 und 2026 wurde ich entlassen. Aber es gibt auch ein. Und ich komme immer wieder auf und ich komme immer wieder auf eine neue Idee. Da habe ich diesen Speichervorschritt gelöscht. Da komm, ich lösche den Speichervorschritt und werde wieder von vorne anfangen. Aber das war, glaube ich, keine gute Idee. Wenn ich das Speichervorschritt dann lösche, wenn ich den Vorschritt lösche von der Spielerkarriere oder Managerkarriere, also die Trainerkarriere, werde ich meine selbst erstellte Spieler verlieren. Und ja, das drauf habe ich. Das ist ja auch blöd. Naja. Na egal, aber jetzt. Werde ich jetzt hier wieder reingehen. Und ich will jetzt alle Spiele selbst zocken, Leute. Und ich will auch alle Spiele, wo ich dann gezockt habe, werde ich da noch als Erinnerung aufschreiben in mein Handy. Wen ich hier gespielt habe. Und ja, und dann schreibe ich auch noch auf, wer die dritte Liga, hier dann noch aufschreiben, wer Torschützenliste erster geworden ist, in die Torschützenliste. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was vor zu verbessern. Ich habe meinen Ersatztorwart zum einem guten Top-Torwart umgewandelt. Ich hab gemacht, dass er insgesamt dann ein neues Stammstart hat. Das könnte jetzt eigentlich als das nächste Stammtorwart ist.
Aber ich hol mir auch noch einen Ersatztorwart. Ich will auf jeden Fall mir auch noch einen Ersatztorwart holen. Aber das allererste, was ansteht, sind die Spielerverträge verlängern von allen meinen Spielern. Und meine Spieler wollen drei Vertragsverlängerungen haben. Dann gebe ich denen trotzdem eine Vertragsverlängerung. Also da muss ich jetzt auf jeden Fall bitte eine Vertragsverlängerung führen. Warum 2 Jahre? Ich glaube, ich weiß auch warum. Warum der jetzt einen 2-Jahres-Vertrag bekommt. Ich hätte es lieber nicht machen sollen. Es hat eine Saisonstart von 99. Ich wollte aber ausprobieren, was würde nicht ein Spieler eine die höchste Saisonstart geben würde. Ja, der will jetzt ein bisschen mehr Geld haben, weil der ist ein Top-Spieler. Egal jetzt. Ja, jetzt. Jetzt kriegen wir automatisch hin mit die Vertragsverlängerung. Genau. Alter, ich glaube, es war doch keine gute Idee, den. Obwohl. Nee. Also, das will ich mal sagen, das war echt. Nee, ich will sagen, echt jetzt ist das, glaube ich, keine gute Idee, den einen Torwart direkt jetzt, den Stammtorwart, ich hätte den Ersatztorwart nehmen können. Und ich will jetzt hier selber jetzt den Vertragsverlängerung einnehmen, weil ich will jetzt nicht, weil wenn das klappen würde mit einem guten 5-Jahres-Vertrag. Deswegen. Klapp. Ja. Naja, bei Armadus schützt er aber nicht. Hat er es nicht angenommen. Weil er hat er eh selber einen Vorschlag vorgestellt. Naja. So. Okay, von dem Posten muss ich auf jeden Fall noch einen Spieler holen. Und ich würde auf jeden Fall die Spieler auf jeden Fall erst noch eine Weile behalten. Wenn vielleicht Hafen den Spieler gehen müssen. Ja, wir schaffen. Okay, wir haben sehr viele Stürmer. Also ein Stürmer kann man nicht gut haben. Ich werde jetzt den allerletzten selber trainieren, den Vertragsverhandlung machen. Dann mache ich jetzt den. Ja, mit dem war ich selber Vertragsverhandlung verlängern. Ich werde auf jeden Fall den einen. Man sollte auf jeden Fall 4-Jahres-Vertrag haben. Darf ruhig haben. Ja, ich muss runter, dass mein Infra-Video hochgeladen habe. Ja. So, mein Infra-Video ist schon mal hochgeladen. Also, vielleicht schon lange. Eigentlich ist mein Freund schon lange online. Aber jetzt, guck mal, das ist ein Dude. Guck mal, wie viele hier ist der. Alter. Mit einem Dudenvertrag. Und der leistet er mit einem 2-Jahres-Vertrag. Aber die restlichen haben einen 4-Jahres-Vertrag. 4 Jahre, 4 Jahre, 4, 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
werde ich auf jeden Fall den mir holen. Den werde ich kann mir nicht holen, aber ich kann mir den hier mal holen. Und Nachwuchsspieler-Torwart werde ich noch nicht holen. Nachwuchs-Torwart. Ich will nur zwei Nachwuchsspieler holen. Jetzt will ich mein allerersten, weil ich jetzt den Torwart hier zum Nummer 1 umgewandelt habe, nicht umgewandelt habe, dass der jetzt eine Gesamtstärke von 99 hat, ist schon mal gut. Vielleicht, dass ich den Vertrag noch nicht viel machen kann, aber kleine Vorteil ist, ich will Bayern schwächen. Dann hole ich mir erstmal Jan Sommer. Aber kann ich ihn noch nicht holen. Wir sind in die Mundschlüsse rein. Aber ich hole mir mal ein Neuer. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt mal ein Neuer. Er will eigentlich die Stammtorwart sein, dann wird er auch. Ich glaube, ich würde den eher lieber als Stammtorwart einplanen. Als den der mit den 99 Gesamtstart, weil ich glaube, er tritt automatisch die dritte Nummer 6. Als 1 meine ich. Dritte Nummer 1. Sorry, ich habe mich gerade verschwätzt, Leute. Ich habe mich verschwätzt. Dritte Nummer 1 wollte ich gerade sagen. Er tritt automatisch die dritte Nummer 1. Lustige Idee, also sehe ich, falls ich die dritte Nummer bekommen werde. Naja, aber auf jeden Fall tritt er automatisch die dritte Nummer 1 und der will genau so einen Duden mit dem RT. Und ich werde jetzt mal ein Neuer holen. Vielleicht mache ich auch bei dem Spiel auch die Gesamtstatter kaputt, ich jetzt mal ein Neuer hole. Ein paar ältere Spiele hole, denen die Gesamtstatter schon kaputt. Also ich hätte dann ein 4-Jahres-Vertrag. Geht nicht. 3 Jahre? Auch nicht. 2 Jahre? 2 Jahre, okay. Keine Freisumme, ist in Ordnung. Geld, halt, ist in Ordnung. Wie viel halt der Mann Neuer will. Solange er Stammtorwart doch noch wird. Ich hätte doch lieber nochmal Neuer als Stammtorwart. Weil mein Ersatztorwart, der ist da kommen wir mit dem Gesamtstarte von 99. Die machen wir als Ersatztorwart, weil ich wette, dass der automatisch die dritte Nummer 1 bekommt. Der kriegt bestimmt die dritte Nummer 1 zu die Wissel, weil der will auch die Nummer 1 sein, der mal ein Neuer. Nein, er tritt die dritte Nummer 26. Der tritt die dritte Nummer 26 mal ein Neuer. Oha! Ich dachte, er tritt. Oh. Okay. Aber was komisch ist, weil ein Neuer tritt, als denn die dritte Nummer 1 automatisch, bekommt er die dritte Nummer 26. Das ist eine Grund, warum er die dritte Nummer 26 bekommen hat. Er ist nicht die Nummer 1, weil ich habe einen Spieler in die Startelf mit einer dritten, mit einer Gesamtstärke von 99. Und weil der die dritte Nummer 1 behalten hat, ist mal ein Neuer als Ersatz-Torwart eingeplant. Weil er hat eine Gesamtstärke von 89, fast eine 90 Gesamtstärke. Aber deswegen ist mal ein Neuer auf die Ersatzbahn dran. Schnell kurz Blut aufgehoben. Ja. Ja, im nächsten Fall holen wir den nächsten Spieler.